Geil. Hallo meine Lieben, wir spielen heute Two Point Hospital. Weil vorher gefragt wurde, ja, es handelt sich hierbei um ein Placement. Wichtige Sache an der Stelle, Leute, hier oben seht ihr meine Sub-Anzahl. Es gibt für mich keinen Grund, ein Placement anzunehmen von dem Spiel, auf das ich keinen Bock habe. Wir haben Two Point Hospital auch ohne Placement vor 1,5 Jahren, vor einem Jahr schon mal gespielt, ein bisschen gesuchtet. Damals auf dem PC. Ich bin super gespannt, wie das mit dem Spiel an der Stelle jetzt wird, weil das halt auf einer Konsole ist und ich Strategiespiele normalerweise nur am PC spiele. Aber ich habe hier diesen Controller und ich bin bereit, wütend zu werden, weil Dinge nicht so... Im Krankenhaus von Two Point stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um sie und ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von Two Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. So, ich bin bereit. Kann ich bitte das Tutorial überspringen? Die Kamera bewegen, ja? Habe ich gerade gemacht. Drücke J, um das Menü auf der linken unteren Ecke des Bildschirms aufzurufen. Navigiere dann zur Objekte-Option. Ah, ich habe X gedrückt, ich Eumel. Xbox-Controller in meinem Kopf. So, und jetzt brauche ich einen Assistenten, ne? Alter, warum sind die so teuer? Was kann der denn? Motivation, erhöht Tempo und Effizienz. Boah, ich wünschte, ich würde einfach mehr Gehalt bekommen, nur weil ich effizient und motiviert bin. Verbessert die Aufnahme und Verkaufskompetenz. Plus 50% Kundenbetreuung. Scheiß drauf, Digga. Motiviert, unhygienisch. Hungerlaunig, hält jede Party für eine Kostümparty. Klingt gut. Was könnte da wohl schiefgehen? Wir haben unser erstes Arztpraxis-Dingsbums. Das sieht irgendwie nicht so ganz optimal aus. Wir müssen das nachher noch ein bisschen hübscher machen. Aber erstmal durch das Tutorial durchboxen. So, wir brauchen jetzt wieder einen Arzt. Alter, wie teuer sind die denn? Hä? Ich habe da nur 190.000. Womit baue ich mir denn meinen Pool, wenn ich jetzt 40.000 für einen Arzt ausgeben muss? Charmant, energiegeladen, reizbar. Wird wahrscheinlich wieder sündigen. Kann ich den umbenennen? Ha! Man schreibt es mit O, ne? Oh Gott, ich hoffe, ich schreibe das jetzt richtig. Wenn ich das falsch schreibe, dann darf ich mir das für immer anhören. Schreibt man das so? Das passt, oder? Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Die Allgemeinmediziner hat dir eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Unsere Ärzte haben eine Krankheit entdeckt, Mörteln. Die Mörtelansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Apotheke. Die Konstruktion wird $7.600 kosten. Was möchten Sie tun? Wir bauen eine Apotheke. Wir bauen einfach hier hin. Ich würde das Zimmer gerne bearbeiten. Einrichtung bearbeiten. Genau, und jetzt kann ich da einfach noch mehr Zeug reinpacken. Zum Beispiel kann ich hier so eine Pflanze oder so reinsetzen. Oder ein Foto von Jasmin Odyssee, was wir ihn jetzt echt nicht machen wollen. Aber das geht auf jeden Fall. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch noch einen Angestellten. Charmant, schwache Blase, Klassenclown. Hat mal eine Ballonfahrt gebucht und dann gekniffen. Du wirst mein Mädchen. Wir wollen den kleinen Mann hier bearbeiten. So. Und zwar Papo Flötenmann. Ich finde, Papo Flötenmann ist etwas, was sich definitiv durchsetzen könnte, oder? Wenn man Flötenmann sagt, dann weiß jeder genau, wer gemeint ist. Flötenmann ist großartig. Stelle einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht, stimmt's? Hester. Übelerregend. Kann sich nicht recht daran erinnern. Was? Ausdauertraining. Lässt Energie langsam verschwinden. Ja, wir nehmen den. Und wir nennen den Gippi. So.
Und jetzt kann ich da Sachen reinpacken. Ja, warte mal, ich will das aufheben gerade. Und hier hinten hinpacken. Damit wir hier noch so einen Warteraum bekommen. Diesen Pausenraum möchte ich bearbeiten. So, wir wollen hier auf jeden Fall ein Sofa haben. Ist das zu groß? Ist die Sofaecke zu groß? Ah, das geht schon, oder? Und dann vielleicht hier so eine Pflanze noch rein in die Ecke. Oh, das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Gut, wir brauchen Toiletten. So, und dann brauchen wir... Ach, du heilige Scheiße. Also, wortwörtlich. Wie sieht das denn aus? Wie? Ich muss nur Klos bauen, aber keine Waschbecken? Man muss in dem Krankenhaus keine Waschbecken bauen. Kann ich 3 Klos bauen mit 2 Waschbecken? Das geht, oder? Also, ich glaube, das geht, oder? Das Foto von Jasmin Odyssee. Yo, das brauchen wir auch auf jeden Fall nochmal. Auch hier, auch am Klo brauchen wir das Foto. Das packen wir hier an den Anfang, damit es jeder sieht. Kein Geld, keine Behandlung. Kein Geld, keine Behandlung. Upsi. Sorry, du bist arm und krank. Nicht unser Problem. Ah, das Bürodesign ist besser als das in Kalles Büro. Auch hier ein Foto von Jasmin Odyssee. Und dann brauchen wir noch einen Arzt. Celeb Murdoch, Arbeitszeugnis. Schmutzfink, grüner Daumen, unmotiviert, hält Jasmin Odyssee für überbewertet. Der ist mir sympathisch. Der ist mir richtig sympathisch. Die andere Frage an der Stelle ist das schon Max? Cool. Läuft doch. Gut, dass das Bild in seinem Raum hängt. Der weiß aber nicht, was gut ist, der Max. Aber Gott sei Dank sind wir da und zeigen es ihm. Max und Kalle, je als Ärzte. Ich weiß, jetzt weiß ich, welches Krankenhaus ich nicht gehen werde. Imagine, die beiden führen gemeinsam eine Operation durch. So, der Patient hat zu warten. Einfach warten. Wartet. Und ich würde gerne eine Station bauen. Das geht sogar schon. Wie groß muss das sein? Ist eine Station was, wo jemand dann wirklich so stationär bleibt? Ist das mit Station gemeint? Das sieht doch actually cute aus. Was für Pflanzen sollen sich die Patienten wohl auch noch wohlfühlen? Ja, das schaut wirklich cute aus. Ja, finde ich auch. Außerdem kümmert sich da Gnudrun um einen. Und wenn sich Gnudrun um einen kümmert, kann doch nichts falsch sein. Also kann doch nur gut sein. Guck mal, voll entspannt. Leg dich ins Bettchen. Los, leg dich ins Bettchen. Los, Brandon. Zockt Gnudrun, statt ihn ins Bettchen zu legen? Dennis will auch ins Bettchen und er weiß nicht, wie man sich alleine hinlegt. Holy shit, die haben einen nackten Poppes. Sie haben einen nackten Poppes. Jesus. Ja, ich weiß, dass es normal ist, aber ich habe halt nicht erwartet, dass das Spiel, also... Ich müsse mich entspannen. Die jährliche Prüfung steht bevor. Was? Was? Hat er gerade einen Preis gewonnen? Was? Als ob? Ja, Hausmeister, Alter, Gippala, ey. Papa und Kalle haben aber Preise gewonnen. Aber nur die, wenn jetzt nur die 2 Preise gewinnen, ne? Nice, keine Todesfälle. Geil. So, Arzt des Jahres. Max, Maximilian Knabe muss sich offensichtlich ranhalten, wenn Kalle da gerade den Preis bekommen hat. Und Papo hat den anderen. Gnudrun, gib mal Gas. Ich kann das nicht glauben, dass die ernsthaft einen Preis gewonnen haben. Ich kann das nicht glauben, dass die ernsthaft einen Preis gewonnen haben gerade. Von der Apotheke wartet eine Schlange. Sollen wir vielleicht eine zweite bauen? Aber es kostet Geld. Das kostet ja Geld. Ich will nicht Geld ausgeben. So lang ist die Schlange doch nicht. Oh, es sind 5 Dudes mittlerweile. Ja, Papo, kannst du nicht schneller arbeiten? Wir können jetzt eine Entleuchtungsklinik bauen. Die muss 3x3 groß sein. Ich pack die da hinten rein. Ach du heilige Scheiße, das ist ein riesiges Teil. Sieht aus wie ein elektrischer Stuhl.
Wir wollen noch einen Krankenpfleger. Die sind alle zu teuer. Nehmen wir... Reizbar wollte schon immer eine Mottensammlung anfangen. Und dann brauchen wir... Ace. Schmutzfink, Garstig, Magie plus 5. Als erstes müssen wir diese Person hier benennen. Unzufrieden, voller Energie, reizbar. Lara? So, und die hintere Person, Magie plus 5. Es gibt nur eine einzige Person, die dafür in Frage kommt. Es gibt nur eine einzige Person, die für diese Beschreibung in Frage kommt. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie diese Person im echten Leben heißt. Welcher Arzt ist denn wohl noch vertrauenswürdiger als Max und Kalle? Es gibt nur eine Antwort, die ist Wex. Es gibt nur eine Antwort und die ist Wex. Und ich brauche an dieser Stelle einen Nachnamen. Sehr schön. Hallo, ich bin Dr. Wex Wexer. Das ist doch perfekt. Wex Flexer. Wex Hex wäre auch gut. Oh, Wex Hex. Das wäre so gut, weil er ja auch Magie plus 5 hat. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Dr. Wex Hex. Das ist ja mega gut. Oh mein Gott. Das ist perfekt. Digga, Wex, hast du deinen ersten Patienten gerade getötet, weil du ihm seinen Kopf abgenommen hast? Alter, Wex, was ist mit dir? Das ist dein erster Patient!